Zurück nach Havanna. Superschwergewicht, Bonk, DDR, 160 Kilogramm. Pavlasek, Tschechoslowakei, 162,5 Kilogramm. Reding aus Belgien, 165 Kilogramm. Patischew, Sowjetunion, 167,5 Kilogramm. Pavlasek. Die Ausbesserung. Bonk steigert auf 170 Kilogramm, doch zwei Versuche schlagen fehl. Weltmeister und Olympiasieger Alexejew, 172,5 Kilogramm. Mank aus der Bundesrepublik, 175 Kilogramm. Reding. Patischew. Nun 177,5 Kilogramm für Alexejew. Einhundertachtzig Kilogramm für Mank und Patischew. Mank bessert aus und diesmal gelingt der Versuch. ...182,5 Kilogramm Reding. Das wäre die Einstellung des Weltrekords. Das Einknicken der Arme macht den Versuch ungültig. Alexejew. Die Sensation ist perfekt, denn Weltmeister im Reißen ist Mank. 185 Kilogramm für den Engländer Berdü, allerdings im Stoßen. ...202,5 Kilogramm für Pavlasek.
207,5 Kilogramm. Wieder ist der Tscheche an der Reihe. Auch Nagy kommt aus der Tschechoslowakei. Er benötigt 3 Versuche für 210 Kilogramm. Pavlasek 212,5 Kilogramm. Reding beginnt mit 215 Kilogramm. Tonk. Und nochmals Reding. Der Belgier scheidet durch Totalversager im Stoßen für die Zweikampfwertung aus. Patischew hat gleichfalls Schwierigkeiten an der 217,5 Kilogramm schweren Hantel. Er muss ausbessern. Dem deutschen Mank, der 3 Versuche für 220 Kilogramm benötigt. Erst der letzte Versuch gelingt. Der Deutsche erreicht erstmals 400 Kilogramm und wird Zweiter. Zweiundzwanzigeinhalb Kilogramm für Ponk. Ungültig. Die Ausbesserung sichert dem DDR-Athleten die Silbermedaille im Stoßen. Alexejew absolviert den ersten Versuch mit 225 Kilogramm. Er liegt um 2,5 Kilogramm vor Mank, doch noch ist der Weltmeister gefährdet. Wenn Patischew 227,5 Kilogramm zur Hochstrecke bringt, wird Alexejew Zweiter und müsste weiter steigern. Die Entscheidung ist gefallen. Alexejew bleibt der Größte und verzichtet auf die weiteren Versuche. Das Schlusszeremoniell wird eingeleitet.
Die Nationenwertung gewinnt die Sowjetunion vor Bulgarien und Ungarn. Die 27. Weltmeisterschaft im Gewichtheben wird abgeschlossen.